und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggladum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Sekunde. Ja, ich spiele heute mit dem Joy-Cons, weil mein Pro-Controller alle ist. Ja. So viel dazu. Heute bauen wir mal ein bisschen weiter am Turm. Hier wird die erste Etage zugemacht, zugedeckt. Und dann setzen wir die zweite Etage oben drauf. Heute, au, Schallfaden, der gute Schallfaden, ja, das tut fast physisch weh, wenn man von so einem hohen Dach runterfällt, ist ja mittlerweile schon fast höher als unser Haus, unser Wohnhaus hier, ja, und heute, was ich sagen wollte, müssen wir mal über ein Thema reden, was ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail und in der Videobeschreibung und im Titel gesehen habt. Es muss heute einfach mal raus, es muss heute einfach mal gesagt werden. Ich hole mir vorher hier noch ein bisschen Stein und bereite es einfach mal vor. Heute geht es um ein Thema, das mich echt gerade extrem aufregt, was mich wirklich zur Weißglut bringt, wo ich heute vielleicht auch mal ein bisschen ausrasten werde. Ich hoffe nicht zu sehr, aber es könnte durchaus passieren, dass ich da ein bisschen in Rage verfallen werde. Ja, in Rage. Ich bin gerade sehr in Rage, weil das Thema hat mich einfach angegriffen, das hat mich einfach verletzt auch. Ja. Das geht mir einfach tierisch gegen den Strich und da muss ich auch sagen, bei allem Respekt, aber nee. Also, da muss ich auch wirklich mal. Da darf man auch mal ruhig ein bisschen rumfluchen, das ist. Ja. Den Respekt, den ich eigentlich jedem ganz gerne und immer wieder zolle, also dem ich wirklich jedem gegenüber vorbringe. Also ich bin respektvoll jedem gegenüber. Ich bin kein Mensch, der. Autsch. Da bin ich aus Versehen nicht ins Wasser, sondern aufs Holz gefallen. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Typ, der normalerweise anderen was an den Kopf wirft und Leute unrespektvoll behandelt, aber den Respekt haben sich die schon längst verspielt. Ja, ihr wisst es schon längst. Kommen wir mal endlich zum Punkt. Es geht heute um niemanden geringeren als die liebe CDU. Ja, es wird langsam mal Zeit, dass wir darüber reden, dass wir das mal behandeln, dass wir die mal auseinanderrupfen. Wir müssen heute einfach mal über die CDU reden. Das ist längst überfällig. Ich habe es so lange zurückgehalten. Ich habe einige Videos schon zu Artikel 13 und zur geplanten Urheberrechtsreform und so weiter und so fort gemacht. Die CDU an sich habe ich noch nie wirklich erwähnt.
das habe ich bisher mal ausgelassen. Aber jetzt, Freunde, ist sie dran. Ja, die CDU hat jetzt kurz nach den Demonstrationen, oder ich sag's mal lieber andersrum, am 23.03. waren europaweite Demonstrationen gegen die geplante Urheberrechtsreform und Artikel 13, Artikel 12, Artikel 11 oder wie es jetzt neuerdings heißen, 17, 18 und sonst was. Wir werden es auch weiterhin Artikel 13 nennen. Das ist es jedem klar, was gemeint ist. Da können sie es noch so sehr umbenennen. Das haben sie doch auch wieder nur getan, um eine Stimme haben zu können, um sagen zu können, die wissen ja gar nicht mehr, wogegen sie kämpfen. Die sagen noch Artikel 13 dazu, dabei heißt es längst Artikel 17. Ja, ich habe übrigens auch ein paar Demoschilder bei der Berliner Demo gesehen, auf denen Artikel 17 stand. So ist es nicht, meine Lieben. Also, da haben sie schon, Uninformationen kann man uns schon nicht vorwerfen. Den Demonstranten kann man alles vorwerfen, aber uninformiert zu sein, ja, nicht mehr. Was die CDU uns vorgeworfen hat, ja uns, ich war am Samstag in Berlin und habe mitdemonstriert gegen Artikel 13 und gegen die Scheißidee von der CDU. Ist ja irgendwie eine Idee von der CDU. Axel Voss, der liebe CDU-Kandidat, hat das Ganze eingebracht. Die Scheißidee von der CDU, dagegen habe ich am Samstag gekämpft und demonstriert in Berlin mit über 30.000 anderen Menschen allein in Berlin. Über 100.000 Menschen in ganz Deutschland. Ja, und dazu auch noch ein Wort. Ich habe in den klassischen Medien liest man Zahlen von 10.000 oder manchmal sogar weniger. Wer in Berlin mit dabei gewesen ist, wer da vor Ort war, der weiß, ja, ganz abgezählt habe ich es auch nicht und ganz sicher weiß man es ja nicht, aber mehr als 10.000 waren das definitiv. Der Platz vom Brandenburger Tor war voll bei der Abschlusskundgebung und die Straßen waren voll. 30.000 Demonstranten. Die Zahl habe ich aus dem Discord-Server von safetyinternet.org geholt. Die habe ich da irgendwo gelesen. Aber egal, ob es jetzt 20, 30 oder 40.000 Leute bei den Demos waren, es waren verdammt viele. Ja, jetzt muss ich hier kurz mal die Mitte abstecken. 1, 2, 3, 4. Nee. Warum mache ich das eigentlich mit Stein? Ist doch eigentlich ziemlich blöde, oder? Ja, Joy-Con. Das macht's jetzt nicht besser. Ah, na komm. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 sind es. Na toll. Haben wir wieder keine Mitte. Ich habe die 10 bereit gemacht. Dann wäre es mal was geworden. Aber gut. Jetzt müssen wir uns halt irgendwie halbwegs mittig machen. Oder ich ziehe dann noch links eine Mauer hoch. Links oder rechts. Dann machen wir es einen breiter.
Ach komm. Mit den Joy-Cons ist es auch gar nicht so leicht, das abzubauen. Ja. Ich rede die ganze Zeit drumherum um den heißen Brei. Die CDU hat kurz nach den Demos am 23. verkündet, was heißt verkündet, behauptet, die Demonstranten in Berlin oder viele Demonstranten, oder alle Demonstranten hat es ja direkt gesagt, alle Demonstranten in Berlin seien gekauft und hätten Geld von irgendwelchen amerikanischen Firmen bekommen. Damit machen die sich über jeden Demonstranten lustig, der dort am Samstag auf die Straße gegangen ist und dagegen demonstriert hat. Es, ja, versuche vielleicht gerade mal den Tweet zu finden. Hier habe ich es mal offiziell. Die Nachricht ist kein Tweet, das war, naja, die CDU hat es dann ordentlich retweetet. Ein Ausschnitt aus der Bild-Zeitung. Ja, nicht, dass das für die Bild-Zeitung was Neues wäre, irgendwelchen Quatsch zu erzählen und zu behaupten, aber ja. Da schreibt die Bild am Samstag oder am Sonntag, keine Ahnung. Da gab es doch irgendwas, sowas in der Art, irgendwas. Da schreibt die Bild in ihrer Zeitung. Ich lese gerade mal vor, ich muss hier nur mal irgendwo zu stehen kommen. Weil gleichzeitig lesen und laufen geht hier nicht so leicht in Minecraft. So. Kasparis Verdacht. Kaspari oder Kaspari, keine Ahnung, wie der gesprochen wird. Kasparis Verdacht ist ein CDU-Politiker. Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Bis zu 450 Euro werden von einer sogenannten NGO für die Demo-Teilnahme geboten. Das Geld scheint zumindest teilweise von großen amerikanischen Internetkonzernen zu stammen. Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformation und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie bedroht. So einmal wortwörtlich zitiert. Bald nicht mehr möglich mit Artikel 11, Artikel 13 und 12. Ja. Und habt das auch nochmal gehört, die Frechheit. CDU hat es ordentlich retweetet. Die Bild hat es gepostet und dieser Kaspari, dieser CDU-Abgeordnete, hat es behauptet. Ja. Der CDU gefällt es natürlich. Freunde, ja. 450 Euro Demo-Geld oder Demo-Sold, wie man es auch will, seien für jeden Demonstranten geflossen. Ganz im Ernst, wo sind meine 450 Euro? Ich warte immer noch darauf, auf mein Demo-Geld. Das ich angeblich bekommen haben sollte. Es wäre doch so ein Witz, wenn es nicht mehr so, wenn es nicht so traurig wäre. Da fehlen mir auch irgendwie die Worte. Die CDU verspottet damit, wie ich schon gesagt, ich wiederhole mich noch. Die CDU verspottet einfach jeden der 30.000 Demonstranten gegen die Urheberrechtsreform protestiert haben,
Und ja, nennt uns gekauft. Das ist ganz im Ernst. Da muss ich einfach mal sagen, ganz im Ernst, CDU, fick dich einfach. Das ist, ja, das ist kein menschliches Verhalten mehr. Das ist keine Sache, die man mehr so... So ein Verhalten bringt man keinem, seinen Mitmenschen nicht gegenüber. Das ist kein würdiges Verhalten mehr. Anstatt mal endlich mal den Demonstranten auch mal irgendwie, vielleicht könnte man ja mal denken, vielleicht irgendwie Respekt entgegenzubringen, mal zu sagen, ja, cool, ihr setzt euch für das ein, was ihr wollt, also ihr setzt euch für eure Ziele ein, ihr engagiert euch politisch, wird da einfach mit Falschbehauptungen und Beschimpfungen und mit so einem Scheiß angekommen. Ja, wenn... Ich habe es schon öfters gesagt, wenn die Jugendlichen nicht auf die Straße gehen oder sich nicht politisch einsetzen, dann stürzt das die CDU, dann stürzt das die großen Parteien, die etablierten Parteien, die Regierungsparteien, dann stört die das. Die Jugend heutzutage ist nicht mehr politisch engagiert, die setzen sich für nichts mehr ein. Politikverdrossenheit, bla bla. Wenn sie dann aber mal für ihre Rechte eintreten, au, verdammt, da bin ich wieder runtergefallen. Wenn sie dann mal was machen, dann heißt das, das sind alles nur Bots, die sind bezahlt, die treten gar nicht für ihre Rechte ein, das ist gar nicht ernst, das wollen die gar nicht wirklich, das ist. Die gibt's gar nicht richtig. Was wollt ihr eigentlich, CDU? Was ist denn euer Anliegen? Wollt ihr politisches Engagement von den Jugendlichen? Es waren ja nicht nur Jugendliche auf der Straße. Es waren alle Altersklassen dort vertreten, von alten Opas, von alten Männern bis zu ganz jungen Menschen, erwachsene Leute, also allen Alters. Viele in meinem Alter, viele Jugendliche, viele, die älter sind als ich, viele Väter, also viele, die auch eigene Kinder schon haben, viele Familien, komplette Familien waren auch dort, also ich weiß nicht, in welcher Realität die CDU eigentlich noch lebt. Also es ist... Und selbst wenn da nur kleine Demonstranten, also jugendliche Demonstranten hingegangen wären, selbst dann, anstatt sich mal zu freuen und zu sagen, es ist schön, dass ihr euch einsetzt, danke für euer politisches Engagement, für euer Interesse. Stattdessen wird da einfach... Ja, ich wiederhole mich auch schon wieder. Das ist schlimm. Dass ich mich wiederhole, das ist schlimm, ja. Ja. Und ganz im Ernst, Emma, um das mal klarzustellen, ich war am Samstag auf der Demo und ich wurde von niemandem gekauft. Ich lasse mich grundsätzlich von niemandem kaufen. Ich war dort da, um gegen Artikel 13 zu demonstrieren, um gegen eure Scheißidee zu demonstrieren, liebe CDU. Und ich habe das alles aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Ich bin extra nach Berlin gefahren,
um gegen Artikel 13 zu demonstrieren. Ups, ich vergaß. Das ist Kies. Ja. Was soll ich sagen? Der Aufenthalt in Berlin, also das Wochenende an sich, also der Aufenthalt in Berlin, die Fahrt nach Berlin plus Hotelkosten. Ich bin ja einen Tag früher, also ich bin am Vorabend schon angereist, um dann pünktlich und zuverlässig bei der Demo da zu sein. Hab mir ein Hotelzimmer gebucht, Hotelzimmer genommen. Das Ganze, der ganze Spaß dort in Berlin hat mich an die 100 Euro gekostet. Das habe ich aus meiner Tasche bezahlt, das habe ich privat bezahlt, das habe ich von niemandem zurückbekommen, das haben ja auch keine amerikanischen Unternehmen bezahlt. Ich habe die Hotelquittung noch und die Fahrscheine, die müssen auch noch irgendwo rumliegen. Möchtet ihr die haben, soll ich die euch zuschicken, liebe CDU? Wollt das sehen, dass das alles auf meine, alles aus meinem Konto bezahlt habe, dass das von mir kommt? Das ist doch nicht euer Ernst, das ist... Erst sagen sie, die sind Bots, jetzt sind sie doch richtige Demonstranten, aber die sind gekauft. Und manipuliert und was ist es? Wem wollt ihr das eigentlich verkaufen? Wem wollt ihr? Und wer nimmt euch überhaupt noch ernst? Selbst der dümmste Typ muss doch mittlerweile irgendwie bemerkt haben, dass da irgendwie was nicht stimmt, diese ganzen Behauptungen einfach nur aus der Luft gegriffen sind. Ich meine, teilweise überschneiden die sich doch selbst. Also das ist manche Behauptungen widerlegen sich selbst. Das sind, wie gerade gesagt, erstens sind Bots, dann sind sie doch richtige Demonstranten, dann irgendwie nicht mehr, dann wieder doch und ja, das ist. Und ganz ehrlich, da fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen angegriffen. Das ist irgendwie, das nehme ich auch persönlich. Ich bin dort die ganze Zeit, den ganzen Samstag mitgelaufen dort. Ich bin verdammt nochmal am Samstag aufgestanden und bin am Samstag auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Ich lief dort mit einem Demoschild aus solidem Holz in der linken Hand und in der rechten Hand meine Kamera und habe das Ganze mitgefilmt. Es gibt sogar einen Videobeweis, dass ich dort war. Ja. Dass ich dort durch keinen Bot vertreten wurde, sondern dass ich da selbst dort war und selbst dafür eingetreten bin. Was ist das eigentlich? Ja, das sollte hier irgendwie was Versetztes werden, aber ja, irgendwie nicht oder irgendwie schon. Keine Ahnung. Was ich hier gerade baue, während ich rede. Ich baue hier genauso einen Murks wie die CDU. Ja, einfach mal, das ist. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Den ganzen Sonntag, also wenn man die Zeit, also das hat mich, das ganze Wochenende hat mich, die Fahrt nach Berlin hat mich fast 100 Euro gekostet und wenn man die Zeit, die ich für die zwei Videos zu dieser Berlin-Reise und zur Artikel 13 Demo gemacht habe, die Produktionszeit und die Schnittzeit und die Verarbeitungszeit, wenn man das in
man die Arbeitszeit, die ich dafür verbraucht habe, in Geld umrechnen würde. Ja, es ist, ich habe den ganzen Sonntag noch dran gesessen, zwischendurch eine Stunde Zugfahrt, um wieder in meine Butze zu kommen, um heute arbeiten zu gehen. Heute ist Montag. Übrigens, heute Dienstag, wo das Video rauskommen soll, heute ist die finale Abstimmung von Artikel 13 im EU-Parlament. Da bin ich auch mal gespannt, was das ergibt, was dort rauskommt. Da werden wir sehen, wer dafür stimmt und wer gegen Artikel 13 stimmt, wer sich da gegen Uploadfilter einsetzt. Die CDU hat ja auch zwischendurch mal behauptet, sie sei gegen Uploadfilter und würde das in Deutschland dann verhindern wollen. Erstens, wer es glaubt, wird selig. Und zweitens, ja, geht das gar nicht. Viele Rechtsexperten haben schon, viele Anwälte und Leute, die sich da auskennen, haben schon gesagt, ja, eigentlich braucht man sich da gar nicht auskennen für. Europarecht geht einfach vor deutschem Recht und da können sie noch so sehr das dann abschaffen wollen und nichts durchsetzen wollen in Deutschland. Das wird einfach Brüssel nicht akzeptieren. Da ist einfach, ja, da muss dann halt einfach die ganze EU, auch Deutschland, das umsetzen. Und da gibt es keinen Upload-Filter für die ganze EU, nur für Deutschland nicht. Da ist auch dann Deutschland dran. Ja. Das mal dazu. Da kann ich nur sagen, nie mehr CDU. Die Europawahlen sind bald, 26. Mai, wenn ich richtig gehört habe. Ja. Im Ende Mai wird es dann abgerechnet. Da werden wir heute sehen oder morgen, je nachdem aus welcher Perspektive dass man das sieht. Morgen wird dann abgestimmt und dann sehen wir. Haben wir den Videobeweis, das wird wahrscheinlich auch irgendwie aufgezeichnet werden. Die Abstimmung ist zumindest öffentlich, die Abstimmung im Europaparlament. Nicht so wie die Trilogverhandlungen. Die waren hinter verschlossener Tür haben sie über uns abgestimmt. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wer sich hier für und gegen Artikel 13 einsetzt. Und wir wählen keine Leute bei der Europawahl, die uns zensieren wollen. Ja, ganz einfach. Ich werde sowieso nicht mehr die CDU wählen, habe ich nie gemacht. Und ja. Da können wir denen dann bei der Europawahl mal zeigen, mit wem sie sich da angelegt haben und was sie davon haben. Wenn sie dann auf einmal alle Wählerstimmen verlieren, nein, nicht alle, aber wenn sie eine ganze Generation an Wählern verlieren, sehen sie, was sie davon haben. Ja, in dem Sinne, du kannst nicht mal kreuzweise CDU. Wir sehen uns bei den Europawahlen und ja, nie mehr CDU. Hier wird's schon Abend. Ich glaube, es wird mal Zeit, auch den Part zu beenden. Ja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Ich habe jetzt hier
bei weitem noch nicht alles gesagt, was zu sagen wäre. Aber ja, ich hoffe, ich habe es ein bisschen ausgedrückt und habe so ein bisschen das gesagt, was gesagt werden musste. Ja. Da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfürst verpassen wollt, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja, jetzt komm, Joy-Con. Mach jetzt keine Scheiße. Man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin. Haut rein, habt einen fürstlichen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.